EAPO Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute Geschichte des Prinzen Ahmed und der Fee Paribanu. Herr, es war einmal ein Sultan, und zwar einer der Vorfahren meines Königs, der viele Jahre lang friedlich über Indien herrschte und noch in seinem hohen Alter die Freude hatte an drei Prinzen, seinen Söhnen und würdigen Nachahmern seiner Tugenden, sowie an einer Prinzessin, die seine Nichte war, die Zierde seines Hofes zu besitzen. Der älteste von den Prinzen hieß Hussein, der zweite Ali, der jüngste Ahmed und die Prinzessin, seine Nichte, Nurunnihar. Die Prinzessin Nurunnihar war die Tochter des jüngsten Bruders vom Sultan, der vom Sultan einen bedeutenden Jahresgehalt bezogen, aber schon wenige Jahre nach seiner Vermählung gestorben war und sie als zartes Kind hinterlassen hatte. In Rücksicht auf die brüderliche Freundschaft und treue Anhänglichkeit, die sein Bruder ihm stets bewiesen, hatte der Sultan die Tochter desselben in seinem eigenen Palast aufgenommen, um sie mit den drei Prinzen erziehen zu lassen. Mit einer ausnehmenden Schönheit und allen nur erdenklichen Vollkommenheiten des Körpers vereinigte diese Prinzessin einen außerordentlichen Verstand, und ihre fleckenlose Tugend zeichnete sie vor allen Prinzessinnen ihrer Zeit aus. Der Sultan, als Oheim der Prinzessin, das sich längst vorgenommen hatte, sie, wenn sie einmal Mannbar geworden sein würde, zu verheiraten und durch ihre Vermählung mit irgendeinem benachbarten Fürsten ein Freundschaftsbündnis anzuknüpfen, dachte jetzt umso ernstlicher darauf, als er bemerkte, dass seine Söhne alle drei in leidenschaftlicher Liebe zu ihr entbrannten. Dies machte ihm viel Herzeleid, nicht sowohl, weil er dadurch verhindert wurde, das beabsichtigte Bündnis abzuschließen, sondern vielmehr, weil er die Schwierigkeit voraussah, sie über diesen Punkt zu vereinigen und wenigstens die zwei Jüngeren zu bewegen, dass sie die Prinzessin dem Ältesten überlassen sollten. Er sprach mit jedem von ihnen insbesondere, und nachdem er ihnen die Unmöglichkeit vorgestellt hatte, dass die Prinzessin alle drei zugleich heiraten könne, sowie die Unruhen, die aus ihrem hartnäckigen Beharren entstehen würden, so bot er alles auf, um sie zu überreden, dass sie entweder der Prinzessin die entscheidende Wahl unter ihnen überlassen oder alle drei von ihren Ansprüchen abstehen und zugeben sollten, dass sie mit einem auswärtigen Fürsten vermählt würde. Sie selbst könne ja auf andere Verbindungen denken, bei denen er ihnen durchaus nichts im Weg legen wolle. Da er aber eine unüberwindliche Hartnäckigkeit bei ihnen fand, so ließ er sie alle drei vor sich kommen und sprach also zu ihnen: »Meine Söhne, da es mir nicht gelungen ist, euch zu eurem eigenen Wohl und zu eurer Ruhe zu überreden, dass ihr von euren Ansprüchen auf die Prinzessin, meine Nichte, abstehen möchtet, und da ich von meiner väterlichen Gewalt keinen Gebrauch machen und sie nicht einem mit Hintansetzung der beiden anderen geben will, so glaube ich nunmehr ein passendes Mittel gefunden zu haben, um euch zufriedenzustellen und die pflichtschuldige Einigkeit unter euch zu bewahren, wenn ihr anders auf meine Worte hören und das ausführen wollt, was ich euch sagen werde. Ich halte es nämlich für angemessen, dass ihr auf Reisen geht, und zwar jeder allein und in ein anderes Land, so dass ihr nicht miteinander zusammentreffen könnet. Und da ihr wisset, wie neugierig ich auf alles bin, was für selten und einzig in seiner Art gelten kann, so verspreche ich meine Nichte demjenigen, der mir die außerordentlichste und merkwürdigste Seltenheit mitbringen wird. Auf diese Weise kann es der Zufall mit sich bringen, dass ihr selbst über die Vortrefflichkeit der von euch mitgebrachten Sachen durch Vergleichung derselben urteilen werdet, und dann werdet ihr hoffentlich so billig sein, demjenigen den Vorzug zu überlassen, der ihn verdient. Zur Bestreitung der Reisekosten und zum Ankauf der Seltenheiten, die ihr mitbringen wollet, werde ich jedem von euch einem eurem Stande angemessene Summe mitgeben, die ihr aber nicht auf Reisegefolge oder Reisegerätschaften verwenden dürfet, denn ihr würdet dadurch eure Abkunft verraten und könntet leicht die Freiheit einbüßen, deren ihr nicht nur zur Ausführung eures Planes, sondern auch dazu bedürfet, um alles, was eure Aufmerksamkeit verdient, beobachten und einen umso größeren Nutzen aus eurer Reise ziehen zu können.« Da die drei Prinzen sich immer willig in die Wünsche des Sultans, ihres Vaters, gefügt hatten und jeder sich schmeichelte, das Glück werde ihm günstig sein und zum Besitz der Prinzessin Nurunnihar verhelfen, so gaben sie zur Antwort, sie seien bereit zu gehorchen.
Der Sultan ließ ihnen ohne Aufschub die versprochene Summe ausbezahlen, und sie gaben noch an demselben Tage ihre Befehle, dass die Vorkehrungen zu ihrer Reise getroffen wurden. Sodann nahmen sie Abschied von ihrem Vater, um sich am anderen Morgen in aller Frühe auf den Weg machen zu können. Sie zogen alle drei, wohlberitten, mit allem Nötigen versehen, als Kaufleute verkleidet und jeder nur mit einem einzigen vertrauten Diener in Sklavenkleidern, zu demselben Tore hinaus und gelangten miteinander in die erste Nachtherberge, von wo dann sich der Weg nach drei Richtungen teilte. Als sie hier die Abendmahlzeit verzehrten, die sie sich hatten bereiten lassen, so verabredeten sie untereinander, dass ihre Reise ein Jahr dauern solle, und bestellten sich wieder in dieselbe Herberge, mit der Bedingung, wer zuerst eintreffe, solle auf den anderen warten, und die beiden dann auf den dritten, so dass sie alle drei, wie sie zugleich miteinander von ihrem Vater, dem Sultan, Abschied genommen hatten, ebenso bei ihrer Rückkehr wieder vor ihn treten könnten. Am anderen Morgen stiegen sie mit Tagesanbruch, nachdem sie einander umarmt und sich gegenseitig glückliche Reise gewünscht hatte, zu Pferd und schlugen nun jeder einen von den drei Wegen ein, ohne wegen der Wahl Streit zu bekommen. Der Prinz Hussein, der älteste von den drei Brüdern, der viel von der wundervollen Größe und Macht, dem Reichtum und dem Glanze des Königreichs Bisnagar gehört hatte, nahm seine Richtung nach dem Indischen Meer, und nach einer Reise von etwa 3 Monaten, wobei er sich an verschiedene Karawanen anschloß und bald öde Wüsten und steile Berge durchzog, bald aber auch sehr bevölkerte, wohlbebaute und fruchtbare Gegenden, wie man sie nicht leicht in anderen Teilen der Erde trifft, kam er nach Bisnagar, der Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs und dem gewöhnlichen Wohnsitze seiner Könige. Er kehrte in einem Chan ein, wo die fremden Kaufleute abzusteigen pflegen. Und da er hörte, dass es hauptsächlich 4 Orte in der Stadt gäbe, wo die Kaufleute und Verkäufer aller Arten von Handelswaren ihre Läden haben, so begab er sich gleich am folgenden Tage nach einem dieser Stadtviertel. In der Mitte desselben lag das Schloss, oder vielmehr der Palast der Könige, der einen sehr bedeutenden Raum einnahm und gleichsam den Mittelpunkt der Stadt bildete. Die Stadt aber hatte 3 Ringmauern, und ihre Tore waren 2 volle Stunden Weges voneinander entfernt. Der Prinz Hussein konnte das Stadtviertel, worin er sich befand, nicht ohne Bewunderung betrachten. Es war sehr geräumig und in die Kreuz und Quere von mehreren Straßen durchschnitten, welche sämtliche zum Schutz gegen die Sonnenhitze oben überwölbt, aber gleichwohl sehr hell waren. Die Kaufläden waren alle gleich groß und hatten ganz die gleiche Form. Die Läden derjenigen Kaufleute, welche die gleichen Artikel führten, waren nicht zerstreut, sondern in einer und derselben Straße beisammen. Ebenso verhielt es sich auch mit den Buden der Handwerker. Die Menge der Läden, die mit einer und derselben Art von Waren angefüllt waren, wie zum Beispiel mit den feinsten Schleiertüchern aus den verschiedenen Gegenden Indiens, mit bunt bemalten Linnentüchern, worauf in den lebhaftesten Farben Menschen, Landschaften, Bäume und Blumen dargestellt waren, mit Seide- und Brokatstoffen aus Persien, China und anderen Orten, mit Porzellan aus Japan und China, mit Fußteppichen von allen Größen, dies alles überraschte ihn so sehr, dass er nicht wußte, ob er seinen eigenen Augen trauen durfte. Als er aber vollends zu dem Laden der Goldschmiede und Juweliere kam, beide Gewerbe wurden nämlich von einer und derselben Klasse von Kaufleuten betrieben, da war er beim Anblick der ungeheuren Menge ausgezeichneter Gold- und Silberarbeiten ganz außer sich und wie geblendet vom Glanze der Perlen, Diamanten, Smaragde, Rubine, Saphire und anderer Edelsteine, welche in Hülle und Fülle zum Verkauf ausgesetzt waren. Wenn er nun schon über die Aufhäufung so vieler Reichtümer an einem einzigen Orte verwundert war, so wuchs sein Erstaunen noch weit mehr, wenn er an den Reichtum des ganzen Königreichs dachte, denn er bemerkte, dass außer den Brahminen und Tempeldienern, die es zu ihrem Berufe machten, fern von den Eitelkeiten der Welt zurückgezogen zu leben, im ganzen Reiche nicht leicht ein Inder oder eine Inderin zu sehen war, die nicht Hals- und Armbänder, ja sogar an den Schenkeln und Füßen Schmuck von Perlen und Edelsteinen gehabt hätten, deren Glanz umso mehr hervorleuchtete, als die Einwohner alle schwarz waren.
Eine andere Eigentümlichkeit, die der Prinz Hussein bewunderte, war die große Menge von Rosenverkäufern, von denen alle Straßen wimmelten. Er dachte, die Inder müssten große Liebhaber von dieser Blume sein, denn er sah auch nicht einen, der nicht einen Rosenstock in der Hand oder einen Rosenkranz auf dem Kopf gehabt hätte, und namentlich standen in jedem Kaufladen mehrere Vasen mit diesen Blumen zu sehen, so dass das Stadtviertel trotz seines gewaltigen Umfanges ganz davon durchduftet war. Als nun der Prinz Hussein, voll Gedanken über die vielen Reichtümer, die sich seinen Augen darboten, sämtliche Straßen dieses Stadtviertels durchwandelt hatte, fühlte er endlich das Bedürfnis auszuruhen. Er gab dies einem Kaufmann zu erkennen, und der Kaufmann lud ihn sehr höflich ein, in seinen Laden zu treten und sich bei ihm zu setzen, was er denn auch annahm. Er war noch nicht lange da gesessen, als er einen Ausrufer vorübergehen sah mit einem Teppich von etwa 6 Fuß ins Gevierte, den er zum Preise von 30 Beuteln dem Aufstreicher ausbot. Diesen Ausrufer beschied er zu sich und verlangte, den Teppich zu sehen, der ihm nicht bloß wegen seiner Kleinheit, sondern auch wegen seines sonstigen geringen Aussehens viel zu teuer ausgeboten schien. Als er ihn lange genug betrachtet hatte, sagte er zu dem Ausrufer, er könne nicht begreifen, wie man einen so kleinen und so unscheinbaren Teppich zu einem so hohen Preise feilbieten könne. Der Ausrufer, der den Prinzen Hussein für einen Kaufmann hielt, gab ihm zur Antwort, »Edler Herr, da dir dieser Preis schon übermäßig hoch vorkommt, so wirst du dich noch weit mehr wundern, wenn ich dir sage, dass ich Befehl habe, ihn bis auf 40 Beutel zu steigern und bloß für diesen Preis, und zwar gegen bares Geld abzulassen.« Demnach, versetzte der Prinz Hussein, muß er irgendeine mir unbekannte Eigenschaft haben, die ihm so viel Wert verleiht. »Du hast es erraten, edler Herr«, antwortete der Ausrufer. »Und du wirst es mir selbst zugeben, wenn ich dir sage, dass man sich auf diesen Teppich nur zu setzen braucht, um überall hin, wo man erwünscht, versetzt zu werden, und dass man augenblicklich an dem gewünschten Ort ist, ohne dass irgendein Hindernis in den Weg kommen kann.« Bei diesen Worten dachte der indische Prinz, da der Hauptgrund seiner Reise doch nur sei, dem Sultan, seinem Vater, irgendeine außerordentliche und unerhörte Seltenheit zu bringen, so werde er nicht leicht etwas habhaft werden können, das dem Sultan größere Freude machen könne. »Wenn dieser Teppich«, sagte er zu dem Ausrufer, »wirklich die Eigenschaft hätte, die du rühmst, so würde ich den dafür verlangten Preis von 40 Beuteln keineswegs zu hoch finden und könnte mich wohl entschließen, die Summe dafür zu bezahlen. Außerdem würde ich dir noch ein Geschenk machen, mit dem du gewiss zufrieden sein könntest.« »Edler Herr«, antwortete der Ausrufer, »ich habe dir die Wahrheit gesagt und werde dich leicht davon überzeugen können, sobald du unter der Bedingung, dass ich dich eine Probe sehen lasse, den Handel eingegangen haben wirst. Da du die 40 Beutel nicht hier hast und ich dich doch, um sie in Empfang zu nehmen, nach dem Chan begleiten muß, wo du als Fremder abgestiegen sein wirst, so lass uns mit Erlaubnis des Herrn vom Laden in den Hinterladen treten. Dort will ich den Teppich ausbreiten, und wenn wir beide, du und ich, darauf sitzen und du den Wunsch ausgesprochen haben wirst, mit mir nach deinem Zimmer im Chan versetzt zu werden, und dies nicht auf der Stelle in Erfüllung geht, so soll der Handel null und nichtig und du zu nichts verpflichtet sein. Was das Geschenk betrifft, so werde ich es, da meine Mühe mir vom Verkäufer bezahlt werden muß, als eine Gnade annehmen, die du mir erzeigst, und wofür ich dir immer verpflichtet sein werde.« Der Prinz vertraute auf die Redlichkeit des Ausrufers, ging den Vorschlag ein und schloss unter den eben erwähnten Bedingungen den Handel ab. Hierauf trat er mit Erlaubnis des Kaufmanns in den Hintergrund des Ladens, wo der Ausrufer den Teppich ausbreitete. Sie setzten sich beide darauf, und kaum hatte der Prinz den Wunsch ausgesprochen, nach seinem Zimmer im Chan versetzt zu werden, so befanden sich beide dort, und zwar ohne im Mindesten aus ihrer Lage gekommen zu sein. Da er nun keiner weiteren Zeugnisse für die Wunderkraft des Teppichs mehr bedurfte, so bezahlte er dem Ausrufer die Summe von 40 Beuteln in Gold aus und fügte ihm noch ein Geschenk von 20 Goldstücken hinzu. So war denn nun Prinz Hussein Besitzer des Teppichs und ungemein erfreut, gleich bei seiner Ankunft in Bisnagar ein so seltenes Stück an sich gebracht zu haben, das ihm, wie er nicht zweifelte, die Hand der Prinzessin Nurunnihar verschaffen mußte.
Er hielt es in der Tat für unmöglich, dass seine beiden Brüder etwas von ihrer Reise mitbringen könnten, was mit seinem glücklichen Funde nur entfernt in Vergleichung kommen dürfte. Auch hätte er sich jetzt sogleich auf seinen Teppich setzen und nach dem verabredeten Zusammenkunftsorte verfügen können. Allein er hätte dann zu lange auf sie warten müssen, und da er ohnehin neugierig war, den König von Bisnagar und seinen Hof zu sehen, zugleich aber auch die Streitkräfte, Gesetze, Gewohnheiten, Religion und den Zustand des ganzen Reiches kennenzulernen, so beschloss er, einige Monate auf Befriedigung seiner Neugierde zu verwenden. Der König von Bisnagar hatte die Gewohnheit, den fremden Kaufleuten jede Woche einmal Zutritt zu seiner Person zu gestatten. Unter diesem Namen sah ihn der Prinz Hussein, der durchaus nicht für das gelten konnte, was er war, mehrere Male, und da er nicht nur sehr hübsch von Gestalt war, sondern auch ungemein viel Verstand und feine Geistesbildung besaß, wodurch er sich von den anderen Kaufleuten, die mit ihm vor dem König erschienen, auszeichnete, so wandte sich dieser vorzugsweise an ihn, wenn er über die Person des Sultans von Indien, über die Streitkräfte, den Reichtum und die Verwaltung seines Reiches Erkundigung einziehen wollte. Die übrigen Tage verwandte der Prinz dazu, die Merkwürdigkeiten der Stadt und Umgegend zu besichtigen. Unter anderen bewundernswürdigen Dingen sah er auch einen Götzentempel, der einzig in seiner Art und ganz aus Erz gebaut war. Seine Grundfläche betrug 10 Ellen ins Gevierte, seine Höhe 15 Ellen. Die größte Schönheit darin aber war ein Götzenbild in menschlicher Größe aus gediegenem Golde, das als Augen 2 Rubine hatte, und zwar so künstlich angebracht, dass jeder, der es betrachtete, gleich viel von welcher Seite der Meinung war, es richte die Augen auf ihn. Dann sah er noch einen, der nicht minder Bewunderung verdiente, in einem Dorfe. Es war da nämlich eine Ebene von etwa 10 Morgen Landes, die aus einem einzigen köstlichen, mit Rosen und anderen anmutigen Blumen übersäten Garten bestand, und dieser ganze Raum war mit einer kleinen Mauer von der Höhe eines Geländers umgeben, um die Tiere des Feldes abzuwehren. Mitten in der Ebene erhob sich eine mannshohe Terrasse, die so kunstreich und sorgfältig mit ineinander gefügten Steinen bedeckt war, dass jedermann glaubte, es sei nur ein einziger Stein. Der Tempel, der mitten auf der Terrasse stand und eine Kuppelform hatte, war 50 Ellen hoch, so dass man ihn mehrere Meilen in der Umgegend sehen konnte. Seine Länge betrug 30, die Breite 20 Ellen, und der rote Marmor, woraus er erbaut war, war außerordentlich fein und glänzend. Das Kuppelgewölbe war mit 3 Reihen sehr anmutiger und geschmackvoller Gemälde geschmückt, und der ganze Tempel, von oben bis unten, mit einer Menge anderer Gemälde, halb erhabenem Bildwerk und Götzenbildern angefüllt. Morgens und abends wurden in diesem Tempel abergläubische Zeremonien begangen, auf welchen Spiele, musikalische Vergnügungen, Gesänge, Tänze und Festschmäuse folgten. Die Diener des Tempels und die Bewohner des Ortes leben bloß von den Opfergaben, welche die zahllosen Pilger aus den entferntesten Gegenden des Reiches unaufhörlich dahin bringen, um ihre Gelübde zu erfüllen. Der Prinz Hussein war auch noch Zuschauer eines feierlichen Festes, das alle Jahre am Hofe von Bisnagar begangen wird, und wobei die Statthalter der Provinzen, die Befehlshaber der festen Plätze, die Vorsteher und Richter der Städte sowie die durch ihre Gelehrsamkeit berühmtesten Brahminen sich einfinden müssen. Einige von ihnen kommen aus so weiter Ferne, dass sie nicht weniger als 4 Monate zu ihrer Reise brauchen. Die Versammlung besteht aus einer unzähligen Menge von Indern und findet sich auf einer ungeheuren Ebene ein, wo sie einen überraschenden Anblick darbietet, soweit das Auge reicht. Mitten in der Ebene befand sich ein sehr langer und breiter Platz, auf einer Seite durch ein prächtiges Gebäude begrenzt, in Form eines Gerüstes, das 9 Stockwerke hatte, von 40 Säulen getragen wurde und für den König, den Hof und diejenigen Fremden bestimmt war, denen er wöchentlich einmal die Ehre erwies, sie vorzulassen. Im Innern war es prächtig geschmückt und mit Gerätschaften versehen, von außen mit Landschaften bemalt, worin man alle Arten von Tieren, Vögeln, Insekten, selbst Fliegen und Mücken ganz nach der Natur abgebildet sah. Die 3 übrigen Seiten des Platzes waren von anderen Gerüsten eingefasst, die wenigstens 4 bis 5 Stockwerke hatte und eines beinahe wie das andere bemalt war.
Auch hatten diese Gerüste das Eigentümliche, dass man sie von Stunde zu Stunde herumdrehen und dadurch ihr ganzes Aussehen sowie ihre Verzierungen verändern konnte. Auf allen Seiten des Platzes standen in kurzen Zwischenräumen voneinander 1000 Elefanten mit den prachtvollsten Harnischen, jeder mit einem viereckigen Turm von vergoldetem Holz auf dem Rücken, worin sich Tonspieler oder Tänzer befanden. Rüssel, Ohren und die übrigen Teile dieser Elefanten waren mit Zinnober und anderen Farben bemalt, so dass sie ein gar seltsames Aussehen darboten. Was bei diesem ganzen Schauspiel dem Prinzen am meisten Bewunderung einflößte, für die Betriebsamkeit, Geschicklichkeit und den Erfindungsgeist der Inder, war ein überaus großer und gewaltiger Elefant, der mit seinen vier Füßen oben auf einem senkrecht aufgerichteten, 2 Fuß hohen Ständer stand und nach dem Takt der Musik mit seinem Rüssel in der Luft herumfocht. Nicht minder bewunderte er einen anderen ebenso gewaltigen Elefanten, der auf dem einen Ende eines quer über einen 10 Fuß hohen Ständer befestigten Balken stand, an dessen anderem Ende ein ungeheurer Stein als Gegengewicht befestigt war, so dass er vermittels desselben bald höher, bald tiefer vor dem König und dem ganzen Hofe durch die Bewegungen seines Körpers und Rüssels, gleich wie der andere Elefant, den Takt der Musik angab. Die Inder hatten nämlich zuerst den Stein als Gegengewicht angebunden, sodann das gegenüberstehende Ende zur Erde hinabgebogen und den Elefanten hinauftreten lassen. Der Prinz Hussein hätte sich noch länger am Hof und im Reich Bisnagar aufhalten können. Eine Unzahl anderer Wunderdinge hätte ihn gewiss bis zum letzten Tage des Jahres, auf welchen er und seine Brüder sich beschieden hatten, angenehm unterhalten. Allein da er durch das, was er gesehen hatte, vollkommen befriedigt, überdies beständig mit dem Gegenstand seiner Liebe beschäftigt war und da seit der neuen Erwerbung, welche er gemacht, die Schönheit und die Reize der Prinzessin Nurunnihar die Heftigkeit seiner Leidenschaft von Tag zu Tag steigerten, so glaubte er, sein Gemüt würde ruhiger werden und es selbst seinem Glücke näher sein, wenn er durch eine geringe Entfernung von ihr getrennt wäre. Er bezahlte daher dem Wirt des Chans den Mietzins für sein Zimmer, bezeichnete ihm die Stunde, wo er den Schlüssel dazu an der Türe abholen könne, und ohne sich über seine weiteren Vorbereitungen zur Abreise auszusprechen, ging er auf sein Zimmer zurück, schloss es hinter sich zu und ließ den Schlüssel stecken. Hierauf breitete er den Teppich aus und setzte sich mit seinem Begleiter darauf. Sodann sammelte er seine Gedanken, und kaum hatte er recht ernstlich gewünscht, in die Herberge versetzt zu werden, wo er mit seinen Brüdern zusammentreffen sollte, als er auch schon bemerkte, dass er dort war. Er kehrte also da ein, gab sich für einen Kaufmann aus und wartete auf die anderen. EA Production.